Jesus sagt, die Zeit läuft aus und das Böse eskaliert. 7. Oktober 2017. Worte von Jesus an Schwester Claire. Übersetzt und gesprochen von Jackie. Jesus, bitte hilf uns, für dich allein zu leben in diesen letzten Stunden vor deinem Kommen. Amen. Jesus begann, ja, die Zeit ist hier, das ist sie in der Tat. Aber was ist mit unseren Gebeten und den 3 Jahren? Sagte ich nicht, dass es bedingt sei? Aber ich dachte, dass wir uns einbringen. Nicht so sehr, wie es nötig wäre, aber da gibt es immer noch Hoffnung, ein Flackern, nicht mehr. Ich werde dich nicht der Täuschung übergeben. Da gibt es eine winzige Chance, dass ihr diese 3 Jahre schaffen könntet. Aber dies erfordert viel mehr Opfer, als meine Leute willig sind, darzubringen. Außerdem sehe ich, wie müde meine Braut ist. Ich kenne den Wunsch eures Herzens, die Unterdrückung, gegen welche ihr kämpft, von welcher euer zerbrechliches Fleisch nicht die kleinste ist. Ich sehe alles und ich sage euch, die Zeit läuft aus. Du musst die Herzbewohner noch einmal aufmischen. Mit einem Trompetenweckruf. Die Zeit läuft aus und das Böse eskaliert. Was seid ihr bereit für mich zu tun, meine Bräute, um diesen raschen Anstieg von Bösem zu stoppen? Schaut, es ist wieder die Welt. Die Welt fordert so viel Zeit und Energie von meinen Leuten. Und am Ende des Tages ist es, wie ihr es wahrnehmt. Da ist keine Kraft übrig, um die böse Flut zu bekämpfen. Die Sorgen der Welt haben euch erschöpft. Doch ihr müsst mit der Welt verbunden sein, um das zu bekommen, wohin ihr geht. Claire, es ist sehr schwierig, die Welt auszuschließen, wenn du immer mit ihr interagieren musst. Ich sehe deine Anstrengungen und wo du versagt hast und wie ich dich früher heute Abend darauf aufmerksam machte. Dies ist eine Zeit voller Unterdrückung. Es ist im Augenblick sehr schwierig für mich, die Optionen abzuwägen. Einerseits das Gute sehend und wie es Früchte hervorbringt, und andererseits wie das Schlechte sie zerstört. Die Schlacht ist heftig. Wie du es bei deinen Engeln in der Wiederherstellungsstation gesehen hast. Wie auch immer, es gibt mehr, die für dich sind, als gegen dich. Solange du in meinem Willen bleibst und dem gehorchst, was du weißt, dass es richtig ist und den weltlichen Impulsen nicht nachgibst. Meine lieben Herzbewohner, wir befinden uns auf der letzten Etappe der Reise. Wie ich mir wünsche, dass es hinausgeschoben werden könnte und vielleicht doch noch ein Wunder geschehen könnte. Aber wie die Dinge stehen, sieht es nicht gut aus. Sie verschlechtern sich rasant, und es braucht eure konstanten Gebete. Die Welt ist für einige von euch immer noch attraktiv, und das stiehlt eure Zeit und hindert euch daran, euch auf das Gebet und auf mich zu fokussieren. Wenn ihr die Dinge der Welt loslässt, fülle ich euch wieder mit meinem Geist, um euch für die Fürbitte zu befähigen. Seid nicht übermäßig entmutigt. Einige von euch haben hart gekämpft. Kämpft weiter, hofft weiter, opfert weiter und vielleicht wird die Gnade geschenkt, um diese Ereignisse zu vermeiden. Aber es braucht mehr Anstrengung. Bitte verbreitet dieses Wort und organisiert kleine Gebetsgruppen mit anderen, um zu beten und zu fasten. Besonders für die Welt und diese Nation Amerika, und dass der Antichrist
seinen Willen nicht bekommt, bis ich bereit bin, ihn von der Leine zu lassen. Dieses Gebet ist sehr wichtig. Vater, bitte halte diese ansteigende Dunkelheit zurück und gewähre uns mehr Zeit, mehr Gnade und mehr Barmherzigkeit, um zu säen und Seelen einzusammeln. Bitte, schenke uns die Weisheit und Selbstkontrolle, für dich allein zu leben in diesen letzten Stunden. Wenn genug Seelen dieses Gebet aus dem Herzen sprechen und es mit Opfer verstärken, gibt es eine Chance, eine sehr winzige Chance, dass ein massiver Rückschlag gegen das Böse geschehen wird. Eine sehr winzige Chance. Es liegt an euch, meine Leute. Betet dies mit eurem ganzen Herzen und gebt mir jedes Opfer und tut bei jeder Gelegenheit Gutes. Lasst kein gutes Werk unerledigt. Opfert mir jeden Kampf, jeden Schmerz, jede Verzögerung und jede Krankheit, die ich nicht heile, mit einem Gebet. Und auch alles andere, was ihr erträgt.